Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Herzlich willkommen in Nordthailand. Herzlich willkommen in Chiang Mai. Hallo Manfred Krickau. Hallo, guten Morgen. Ihr kennt den Manfred vielleicht. Wir haben schon 6 Videos zusammen gemacht. Und der Manfred lebt hier in Chiang Mai schon 30 Jahre. Ne? 30 Jahre. 30 Jahre. Ein 30. Und Manfred ist sehr engagiert im Bereich Hilfe für Deutsche, die hier in Not geraten sind oder auch Witwen von Deutschen. Du hilfst im ganzen Bereich Bürokratie, Abwicklung, Kontakt nach Deutschland. Von A bis Z, egal was anderes. Egal was, genau. Egal. Und er macht das im Rahmen von einer Institution, aber er macht das eben auch privat. Und heute geht es auch wieder, wie in den anderen Videos, habe ich das ja auch schon mal erklärt, um seine private Hilfe. Weil es ist ja so, wenn man jetzt da viel über die Institution reden würde, dann würde man Erwartungshaltungen wecken, die dann vielleicht nicht erfüllt werden können. Deswegen... Es geht wirklich mir vor allen Dingen einfach auch um seine Erfahrung. 30 Jahre hier in Thailand, das ist natürlich ein Erfahrungsschatz, wo ich unheimlich von profitieren kann und ihr auch. Und wir haben einige Videos gemacht und nochmal meine Frage an dich. Wie war denn die Resonanz bei dir, abgesehen jetzt von den Videokommentaren? Hat ausgedrückt, sie war überwältigend. Ich habe so viel zu Anfragen und Zuschriften bekommen. Ja. Ich konnte nicht alle beantworten. Es tut mir leid, ja, wenn einige heute noch warten, vielleicht nach und nach, dass ich mich noch mal dran mache. Aber es ist mir einfach zu viel. Hm. Ich habe das nicht, zeitlich nicht, gesundheitlich nicht. Ich versuche so weit wie möglich, aber das Vieles ist liegen geblieben. Ja. Also die Bitte noch mal an euch. Der Manfred, der macht das im Ehrenamt, im Engagement, aus einer persönlichen Leidenschaft raus. Wenn jetzt jeder da mit Frucht und Feuerstein kommt, das funktioniert halt nicht. Also ich denke mal, wenn wirklich Not am Mann ist, absoluter Notfall, dann ist das vielleicht eine andere Nummer. Aber Alltagsfragen sind, genau, kann ich nicht beantworten. Ich habe mal gehört, das stimmt das wirklich, da ist er der falsche Mann für. Das hier ist die, ja, Feuerwehr, wenn es brennt. Und die Feuerwehr in Deutschland, die rufst du auch nicht, wenn es nicht brennt. Ja, also da nochmal die Bitte an euch. Und wir haben uns heute zusammengefunden, einfach um auch nochmal ein paar Kommentare unter den Videos gemeinsam anzuschauen. Und es waren 6 Videos insgesamt und ich habe 10 Kommentare rausgesucht. Ja. Eins der Videos war Auswanderinnen. Das hat viel Widerspruch erzeugt in den Kommentaren. Das hat sehr viel Widerspruch erzeugt. Mhm. Ja. Und trotzdem bleibe ich bei meiner Grundeinstellung. Keine Frau soll nach Thailand auswandern. Das ist ein Riesenfehler. Dabei bleibe ich. Obwohl das sehr kontrovers diskutiert worden ist. Da war auch noch mal ein Dokumentarfilmer vom Deutschen Fernsehen da, vom Süddeutschen Rundfunk. Da hat man hier bei uns im Haus etwas aufgenommen. Da habe ich auch meine Meinung knallhart vertreten. Eine Auswanderin in Thailand ist vollkommen fehl am Platz. Ich weiß, dass Kommentatorin eine ganz besonders gibt, die das sehr schlecht empfunden hat, meine Äußerung, aber ich stehe dazu. Ich habe 30 Jahre vieles mitgemacht, nicht nur die schlechten Erfahrungen, wo mir entgegengehalten wird, ich werde ja nur die schlechten Beispiele, ich habe auch sehr viele gute gesehen, die aber im Laufe der Zeit zu schlechten geworden sind. Mhm. Ja, und das soll man nie außer Acht lassen. Es ist ein Unding, eine alleinstehende Frau nach Thailand auszuwandern. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich kenne mittlerweile einige, und habe das Drama noch nicht miterlebt. Aber vielleicht bin ich einfach noch nicht lange genug hier. Nein, ich würde sagen, die kommen alle hierher. Die ersten Jahre läuft's wunderbar, ganz fantastisch. Ganz aktuell, ich habe jetzt ein deutsches Ehepaar, beide Mitte 70. Mhm. Haben wunderbar hier gelebt, glücklich, happy, Gott weiß wie. Jetzt kommen die Krankheiten, jetzt kommen die fehlenden Kontakte rundum. Sie wollen zurück nach Deutschland. Und das ist jetzt eine Aufgabe, wo ich im Moment nicht weiß, wie man die bewältigen kann und soll. Mhm. Das ist ein Unding. Mhm. Und bei allen alleinstehenden Frauen, die ich in den, sagen wir, ruhig 20 Jahre, wo ich in dem Verein tätig bin, erlebt habe, die sind alle frohen Mutes gekommen, waren alle happy. Mhm. Aber mit der Zeit hat man doch gemerkt, es flacht ab, es baut ab. Nur es wird keine zugeben. Egal, wen wir nehmen. Nehmen wir die Josephine. Das ist ein ganz aktuelles Beispiel. Lebensbejahend, kontaktfreudig. Sie steht heute noch auf dem Standpunkt, Josephine, entschuldige, wenn du das sehen solltest,
dass du absolut hier das Glück gefunden hast. Ich sagte, in 5-6 Jahren denkst du ganz, ganz anders. Und das Thema hatten wir mit dem deutschen Dokumentarfilmer sehr ausführlich hier. Josephine ist, also ich habe eine vollkommen konträre Meinung zu der Ansicht von der Josephine oder von Kommentatorinnen, die geschrieben haben, dass ich das wohl alles zu schwarz sehe. Ich sehe das nicht schwarz, naja, ich sehe das rückwirkend. War ja, dass du natürlich eher mit den Menschen in Kontakt kommst, die Probleme haben. Und die Menschen, die keine Probleme haben, vielleicht dann auch nicht so auf dem Schirm hast. Das war so der Tenor bei vielen Kommentaren. Okay, gut. Aber davon muss man ausgehen. Wo leben diese Auswanderer? Leben sie jetzt rein im Touristengebiet? Nennen wir Pattaya, wo es das Begegnungszentrum gibt. Mhm. Da sind sehr viele deutsche Frauen, deutsche Ehepaare. Die sind wunderbar harmonisch eingebettet in dem gesamten Begegnungszentrum. Die haben ihre Veranstaltungen regelmäßig, die haben Kontakte untereinander. Das ist ein ganz, ganz anderer Unterschied, als wenn eine alleinstehende Frau irgendwo auf der Pampa draußen im Umland lebt. Okay, da. Jetzt ist Chiang Mai aber auch nicht wirklich die Pampa. Also die Frauen, die ich kenne, die wohnen hier in Chiang Mai alle. Richtig. Und das ist nicht nur die Josephine, es sind auch andere. Ich lerne natürlich viele Leute auch über diesen YouTube-Kanal hier kennen, die dann sagen, Mensch, wenn du mal da bist, komm mal auf einen Kaffee. Und ich habe jetzt mehrere kennengelernt und gut, jetzt ist natürlich, die eine oder andere hat dann noch den Sohn, der hier irgendwo lebt in der Nachbarschaft, Enkelkinder, die jeden Mittag zum Essen kommen mit einer Aufgabe, was zu Richtig. Tun, das ist dann immer noch mal was anderes, als wenn man wenn du meinst, völlig alleine ist. Ich kenne die Leute, ja, ich kenne die Leute. Ja. Hier in Chiang Mai muss man aber dann wieder eingrenzen. Wenn hier Frauen leben oder Ehepaare, die sind normal eingebettet in irgendeinem christlichen Bereich, nennen wir die Thai-deutsche Kirche hier. Mhm. Die haben sonntags ihr Treffen, auch Veranstaltungen die Woche über, je nachdem, wo sie sich gemeinsam treffen. Das ist eine ganz andere Sache, als wenn eine Frau vollkommen alleine hier ist. Ja. Wenn die keinen Anschluss findet an solche Kirchengemeinden. Ja. Es gibt keine Stammtische und sowas bei uns hier in Chiang Mai. Gibt es nicht. Ja. Die Schweizer haben eine ganz, ganz andere Community wie die Deutschen. Mhm. Die Schweizer haben Es ist ein anderer Menschenschlag irgendwie. Die kommen zusammen, die haben ihre Veranstaltungen. Bei den Deutschen gibt es nicht. Wenn hier mal ein Stammtisch entsteht, ist in 3-4 Monaten ist er wieder zerstört, weil untereinander Zwietracht. Und das gibt es bei den Schweizer zum Beispiel nicht. Ja. Ich kenne viele Deutsche, die sind zu den Schweizern übergewandert. Die sind einfach Mitglied geworden bei dem Schweizer. Aber Club. Da steht einer deutschen Auswanderin ja auch frei, zu sagen, auf den Knüngel habe ich keine Lust, ich hänge mich bei den Schweizern mit dran. Richtig, es gibt richtig. Ja den Sportclub hier und es gibt ja eine Menge Sachen, wo man. Ja, aber Stefan, ich gehe davon aus, was ich, und ich ja nicht, gut, in letzter Zeit, ich bin kaum noch unterwegs, ich kann es gesundheitlich nicht mehr, aber das, was an mich herangetragen wird, alleine gestern jetzt, durch absolute Zufall, ne, das ist eine Sache, da können wir vielleicht später mal drauf achten. Es kommen Sachen über 3-4 Ecken an mich ran. Ich bin auf dem Laufenden, kann ich sagen. Und ich finde eine alleinstehende Frau hier in Thailand fehl am Platz. Tut mir leid. Naja, aber ich sag mal so, auch eine alleinstehende Frau hat ja genau wie ein alleinstehender Mann hinkommt die Möglichkeit, sich soziale Kontakte zu suchen, in Schachclub-Mitglied zu werden, in einen Golfclub zu gehen. Es gibt ja schon auch Angebote hier. Okay, du sagst Golfclub. Nimm doch mal den Rentendurchschnitt der Frauen, gerade der Frauen. Wer kann von denen in einen Golfclub gehen? Das kostet alles Geld. Der Sportsclub hier, da versuche ich jetzt gerade, ob ich da auch ein Video drehen kann. Der kostet 1.300 Baht im Monat. Ja, und? Wie ist denn der Durchschnitt unter den deutschen Rentnerinnen hier? Man darf nicht speziell jetzt die wir kennen, nehmen, die eine ausgesprochene sehr gute Rente haben, man muss den Durchschnitt nehmen. Ja. Und die leben bei 700-800 Euro, die Frauen. Was können die dann groß mit bewegen hier in Thailand? Ja gut, ich weiß das, weil wir leben von so viel und das ist dann schon eng. Ja, auf jeden dann wird es eng. Ja. Ja. Nee, also, wie gesagt, meine Meinung, da stehe ich dazu, eine Frau verkümmert hier mit der Zeit das soziale Umfeld. Umso älter sie wird, umso einsamer wird sie, das soziale Umfeld zerbricht. Sie kann nicht drauf hoffen, dass sie hier... Ja, aber ich sehe jetzt hier den Kommentar von Harry. Grüß dich, Harry. Mit dem habe ich da auch drüber gesprochen. Wir haben ja vor ein paar Tagen noch zusammengesessen. Und er sagte auch, naja, aber das mal, wo ist denn da der Unterschied? Das kann einem Mann genauso passieren wie einer Frau. Einer Frau genauso passieren wie einem Mann, hier zu vereinsamen. Das Thema hatten wir ja auch schon einsam Richtig, in Thailand. Richtig, hatten wir. Das passiert den Männern ja auch. Ja, aber die Männer kommen mit ganz anderen Voraussetzungen hier nach Thailand. Ein Mann, der in Deutschland auswandert, hat mir auch bei den Kommentatoren, die meisten sind, sagen wir, sozial geschädigt in Deutschland. Zerbrochene Ehe, soziale Verhältnisse entsprechend. Ja, ich selbst
habe ja auch meine zerbrochene Ehe in Deutschland hinter mir, obwohl das kein Grund war, auszuwandern. Aber, aber die Männer haben eine ganz andere Ausgangslage, eine ganz andere Basis. Und die sind mehr oder weniger nachher später in ihrer Teilfamilie mit ihrer Partnerin oder Ehefrau, hängen sie im Netz drin. Und das hast du aber bei zum Beispiel meiner alleinstehenden Frau, hast du diese Sicherheit in Anführungsstrichen. Sehr selten. Also die Kombination europäische oder Farang-Frau mit einem Thai-Mann ist eher sehr selten. Ja, das gibt es auch hier. Ich kenne das auch hier. Die leben auch ganz gut miteinander hier. Ja. Aber es ist ein Unterschied, warum ein Mann nach Thailand geht und warum die Frau nach Thailand geht. Okay. Ja. Gut, ich lasse das jetzt einfach so stehen, weil ja, da kann man ja auch unterschiedliche Meinungen haben. Eben, das ist wenn ja auch völlig in Ordnung. Gemeinsam Länder kommen in der Beziehung. Genau. Da hatte ich noch einen Kommentar und der Mensch, der das kommentiert hat, den habe ich jetzt auch gerade nochmal getroffen. Da ging es um ein anderes Video. Das Video war vor Gericht zu Besuch bei Manfred Krickau. Der sagte, wie kann das denn sein, wenn der vorbestraft ist hier in Thailand, dass der überhaupt noch in Thailand sein kann? Das geht ja eigentlich gar nicht. Da stimme ich ihm zu, das ist ein Unding. Man muss nur davon, allerdings davon ausgehen, das, was vor 10, 15 Jahren möglich war, ist heute nicht mehr möglich. Die Gesamtumstände, auch in der Gesellschaft, haben sich verändert. Wir brauchen doch jetzt nur die Samarui-Skandale in Pucke zu nehmen, die Ausländer, die da ausfallend geworden sind. Ich selbst hatte damals, das ist jetzt, wie lange ist das her? Mein Gott, 15, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte absolut Kontakt in die höchste Spitze, die überhaupt nur möglich waren. Es gab keine besseren Kontakte. Und dadurch hatte ich, und ohne Beziehungen läuft in Thailand nicht, auch heute nicht. Dadurch hatte ich im Grunde genommen eine schützende Hand über mich. Ja. Ich habe mich für Sachen gerecht, für die Tötung meiner Tiere, bin dafür bestraft worden. Heute werde ich nie wieder ein Thai tätig angreifen. Heute ein Thai tätig anzugreifen als Ausländer, kannst du gleichsetzen, du bist morgen draußen. Das ist ein Unding. Gell? Also so gesehen hatte ich absolutes Glück, sonst überhaupt nichts. Gell? Und das hat auch später mir nochmal, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, bei der Adoption unserer Töchter ist das nochmal böse hochgekommen, meine Vorstrafen. Normal in Deutschland wird gelöscht nach so vielen Jahren, dann ist nichts mehr da. Hier wird nichts gelöscht. Hier ist das ganze Thema meiner Vorstrafe bei der Adoption der Töchter nochmal hochgekommen. Ich musste alles nochmal eingehend darlegen. Und dann hatte ich nicht jetzt die Rückendeckung der Polizei. Das habe ich ganz alleine gemacht mit meiner Frau. Ich konnte darlegen der Adoptionsbehörde, aus welchen Gründen das alles gewesen ist. Ja. Und da hat man gesehen, dass ich jetzt nicht als Rabauke jemanden geschlagen habe. Die Grundlage war klar. Die Adoption wurde genehmigt. Gell? Aber heute nie wieder ein Teil anfassen. Würde ich nicht machen. Im besten Willen nicht. Ja. Okay. Ja. Bei diesem Video Scheitern war auch ein Kommentar, der sagte, naja, das Thema Einsamkeit, was wir ja in allen Videos, was immer irgendwo mitschwingt auch, er rät, wenn man nach Thailand auswandert, erstmal dahin auswandern, wo eine große Community ist, wie zum Beispiel Pattaya, wo so ein Begegnungszentrum ist. Siehst du das auch so? Ach, naja, das ist das Problem mit der Männer, die gehen erstmal, klar, gehen die erstmal nach Pattaya. Viele finden dort ihre zukünftigen Partnerinnen. Ist auch nicht wegzureden. Gell? Und wer einmal in Pattaya war, ist in meinen Augen Pattaya geschädigt. Versaut. Er ist versaut. Ich selbst würde also nicht empfehlen, jetzt unbedingt gut, ich bin auch erstmals in Pattaya gewesen, klar. Ich würde das aber keinem empfehlen jetzt. Wenn dann, Hua Hin, Siam, Chiang Mai, aber nicht ausgerechnet Pattaya hier. Ich glaube auch. Ich sehe Pattaya das auch hat so. Den Ruf, trotz allem im Wandel jetzt da ist, es hat den Ruf des Saustalls, sagen wir mal so. Ja, und das führt die Leute natürlich dann auch in Versuchung und dann begibst du dich in Kreise, die für so eine Auswanderung, glaube ich, auch nicht zuträglich sind. Nee, der gibt sich automatisch in die Hände der jeweiligen Frauen. Ja. Denen geht es erstmal nur um die finanzielle Absicherung, das Geld. Egal, ob der Mann drei Beine hat oder ein Bein, spielt keine Rolle, die Hauptsache die Finanzen stimmen. Ja. Und gerade das ist so ein Fall, den ich gestern neu auf den Tisch bekommen habe. Ein Barmädchen heiratet einen deutschen Mann und jetzt will sie geschieden werden. Die Gründe sind mir inzwischen bekannt, weil sie einen besseren gefunden hat, wo mehr Geld im Hintergrund ist. Ja. Und da muss jeder deutsche Mann, der sich auf sowas einlässt, muss wissen, es geht nicht um die Liebe, es geht ums Versorgtsein, es geht ums Geld, um sonst gar nichts. Genau.
Ja. Und dann, wenn es die älteste Tochter in der Familie ist, auch das Versorgtsein nicht nur der Frau und eventuell Kinder aus vorheriger Ehe, sondern auch die Eltern. Richtig. Die älteste Tochter hier trägt die Bürde, die muss die Eltern versorgen. Es gibt nicht so ein Rentensystem wie in Europa. Nicht, es gibt gar nichts. Das darf man nicht außer Acht lassen. Hm. Wenn man hier in Thailand heiratet, heiratet man die Familie. Ja. Was auch sehr schön sein kann. In meinem Fall ist das sehr schön. Also ich kann ich ebenfalls bin sagen. Mit dem Sohn meiner Frau und der Familie sehr eng und bin dem sehr dankbar. Der hat mir schon unendlich viel geholfen. Aber das muss nicht so sein. Das kann auch anders passieren. Das sind Ausnahmen, Stefan. Ja. Das sind Ausnahmen. Die erste Regel ist es, was bringt der Mann die Familie ein? Ja. Ja. Das ist leider so. Also da war auch jetzt nochmal die Aussage, bloß nicht unter 1600 Euro im Monat nach Thailand auswandern. Die Aussage war öfter da. Das waren auch ganz andere Summen, sind dann noch genannt worden. Mit mehreren tausend Euro, also 2500 Euro braucht man auch da. Da kommen immer wieder solche Summen, die da in den Raum kommen. Ich mache ja gerade eine Serie. Ich schreibe ja seit 1.1. jeden Bart auf, den ich ausgebe und mache jeden Monat so einen Kassensturz. Ja, und ich denke, das ist einfach total davon abhängig, wie man lebt. Ne? Ja, klar, ist es davon abhängig. Guck dich das an, wie ich lebe. Das ist überall auf der Welt so. Ne? Ja, das ist überall. Ich habe andere Bedürfnisse, zum Beispiel Bekannte von mir, die leben einfach und kommen auch rund. Hm. Ja. Und die haben zum Teil mehr Geld und kommen nicht rund. Ja. Das liegt ganz einfach an jedem Einzelnen seiner Vorstellung, wie man lebt. Ja. 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 Thema Krankenkasse, da war nochmal die Frage, ob du nochmal was zu dem, ob du erlebt hast, dass Menschen in Not geraten, weil die Krankenkassen nicht bezahlen. Und was, ob du da einen Rat zu hast, wie man da... Das ist das immer wieder das heiße Problem der Krankenkasse, Krankenversicherung. Mhm. Es gibt keine Lösung, wo jeder mit zufrieden sein kann. Und gerade bei Reiseversicherung, bevor die heute hingehen und wirklich die Kostenübernahme erklären, die Rechnung übernehmen, die klären ab, ist die Reisekrankenversicherung wirklich reell abgeschlossen, zeitlich begrenzt, örtlich begrenzt und alles. Da wird so viel vorgeschoben jetzt, dass die Versicherungen hingehen und grundsätzlich die Passkopien jetzt verlangen. Also eine Reisekrankenversicherung, das wäre jetzt ein anderer Kommentar noch gewesen. Und das hat mich jetzt neulich auch noch jemand gefragt, den ich neu kennengelernt habe. Ja, sagt er, ich bin jetzt 4 Monate hier mit einer Reisekrankenversicherung. Aber der ist immer am gleichen Ort, der reist nicht rum, der wohnt im Haus. Ja, das spielt ja keine Rolle dann. Das spielt keine Rolle? Das spielt keine Rolle. Entscheidend ist ja, dass er Reisekrankenversicherung für einen gewissen Zeitraum abgeschlossen hat. Ja. Ob er jetzt dann im Land rumreist, also hier du musst her, nicht das reisen spielt keine Rolle. Für deine... Das ist nicht damit gesagt. Ja. Okay. Er kann sich hier im Land bewegen, wie er Lust hat. Nur wenn Rechnungen auftauchen, ab gewissen Summe wird der Pass verlangt. Ja. Ist es wirklich eine Reiseversicherung in dem Sinn oder ist es eine vorgetäuschte Langzeitversicherung? Ab wann ist es denn eine vorgetäuschte Langzeitversicherung? Es kommt darauf an, wie lange der Reiseversicherungsvertrag läuft. Also wenn ich jetzt eine Reiseversicherung für ein Jahr mache und fliege nach einem Jahr wieder nach Deutschland, mache wieder eine Reiseversicherung für ein Jahr und fliege wieder nach Thailand. Wenn man nur rüberfliegt, um eine Versicherung abzufliegen, wird es mit Sicherheit die Versicherungsbestimmung, das sogenannte Kleingedruckte, kräftig strapazieren. Okay. Ja. Man muss wirklich nachweisen können, wenn er hin und her, länger, ein Jahr hier, kurz rüber wieder her, wo ist der Lebensmittelpunkt? Lebt er wirklich hier in Thailand? Okay. Und das kann man ganz einfach haben. Das ist das Wort, auf was ich gewartet habe, Lebensmittelpunkt. Der Lebensmittelpunkt ist das Entscheidende. Ja. Okay. Und das ist nicht nur jetzt bei der Krankenversicherung, das ist genauso beim Testament. Wo ist der Lebensmittelpunkt? Ja. Das ist das ganz Entscheidende, ja. Also, so gesehen, die Versicherung, die sind zwischen so weit übergegangen. Kopie vom Pass, okay. Du hast das Testament gerade angesprochen. Wir haben damals in dem Video gesagt, es wird da was geben von der evangelischen Kirchengemeinde hier in Chiang Mai. Ich habe den Pastor ja auch getroffen. Ganz netter Mensch. Aber es gibt immer noch nichts. Also das ist ja in Zusammenarbeit mit dem Verein, mit der Botschaft, die Kirchengemeinde. Ich bin auch dran. Der Martin hat mir auch versprochen, sobald irgendwas ist, dass er mir Bescheid sagt. Kann ich dich auf den aktuellen Stand bringen? Ja. Wir hatten gestern ein Arbeitsessen mit der Botschaft, mit Konsulat, mit dem Martin, mit dem Pastor. Aufgrund der Arbeitsbelastungen seitens der Kirchengemeinde, seitens des Konsulats, haben wir diese Veranstaltung, die geplant war, schon vor Jahr für den Herbst oder jetzt für den Februar, haben wir jetzt verschoben erst auf den kommenden Herbst. So leid es uns tut, und zwar aus folgenden Gesichtsgründen. Ja. Jetzt im April
Und in den Sommermonaten sind sehr viele Deutsche, beziehungsweise Österreicher, Schweizer, je nachdem, wer entwann interessiert ist, sind zurück nach Deutschland, kommen erst wieder nach der heißen Periode zurück. Ja. Deswegen auch jetzt die Kirchengemeinde ist stark ausgedünnt im Moment. Ja, warten wir ganz einfach ab, bis der Sommer zu Ende geht, also das werden August, September, Oktober, dann wird die Veranstaltung mit Sicherheit durchgezogen. Also ich kriege, wenn ich jetzt sagen würde, täglich ist gelogen, aber wöchentlich Mails, Anfragen, WhatsApp, Lines. Du hast mal gesagt, ich habe dein Video gesehen. Wo ist das neue Video? Wo kann ich das nachgucken? Richtig. Da ist totaler Bedarf. Wir hatten das normal. Pflege, Krankenversicherung, Testament, diese Themen, die wabern ständig. Und gerade hier Testament, Nachlassregeln. Meine Bitte an euch. Wir hatten das vor, das war fest eingeplant für Februar, März. Ja. Aber wie aufgrund der wirklich der Überlastung vom Konsulat und von der Kirchengemeinde mussten wir es verschieben. Ja. Aber es kommt 100%. Okay, gut. Dann war noch eine Frage, die hat mich auch schon ein paar Mal erreicht, auch in den Kommentaren. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Deswegen will ich dich das nochmal auch fragen hier. Ehrenamt. Ja, man kann doch dann im Ehrenamt was in Thailand machen. Wenn man da ist mit einer guten Rente, damit man Leute kennenlernt, man kann ja im Tierheim sich engagieren und. Soweit ich weiß, kann man das nicht. Das Ehrenamt, das ist bei uns in Deutschland sehr hoch angesehen, wird auch steuerlich berücksichtigt. Man kann dann Steuerabzug reinbringen, ich glaube 300 Euro im Jahr, spielt keine Rolle. Aber ein Ehrenamt hier in Thailand ist ein zweischneidiges Schwert. Ich selbst bin in einem Ehrenamt tätig, aber in, sagen wir mal, muss vorsichtig ausdrücken, in einer untergeordneten Stellung. Mhm. Ich bin für den Deutschen Hilfsverein ehrenamtlich tätig, okay, wir haben den Verein jetzt angeführt. Mhm. Auch aber für die Ausübung eines Ehrenamtes, für Tätigkeiten, die damit verbunden sind, braucht man in Thailand eine Arbeitserlaubnis. Ja. Es ist nicht erlaubt, im Ehrenamt aktiv tätig zu werden. Ja, wie streng ist das denn? Wenn ich jetzt in der Nähe von einem Tierheim wohne und gehe da morgens hin, nehme mir jeden Morgen 5 Hunde und gehe mit denen eine Stunde spazieren. Sagen wir ganz einfach, wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Okay. Ja, als ich damals angefangen habe mit meiner Frau, vor 25 Jahren, haben wir uns wirklich rechtlich abgesichert, überall erkundigt. Wir waren hier beim Arbeitsministerium, bei der Polizei, bei der Immigration. Ja. Überall bekamen wir die Auskunft, ich darf offiziell aktiv nicht tätig werden. Ja. Wenn ist meine Frau verantwortlich. Sie außenhin. Sie macht außen. Aber das ist ja auch so. Du bist ja im Prinzip immer hier zu Hause. Sie legt dir die Papiere auf den Tisch und dann die Kommunikation mit Deutschland. Das geht von hier über Telefon, das ist was ganz anderes. Aber aktiv jetzt im Außendienst ist mir im Grunde genommen als ehrenamtlicher Mitarbeiter offiziell nicht erlaubt. Ja. Das ist widersprüchlich. Wir helfen sehr, sehr vielen Teil. Angehörigen, ja, sehr viel. Mm. Aber in allem ist meine Frau die Verantwortliche, die Federführende. Ja. Wenn etwas schriftlich abgefertigt werden muss hier in Thailand, das läuft alles über meine Frau. Sie bekommt von mir Tipps, sie bekommt Hinweise von mir. Ja. Ja. Sie ist diejenige, die agiert. Ja. Nicht ich. Ja. Ja. Das ist eigentlich widersinnig, aber es ist halt Gesetz. Also so viel zum Thema Ehrenamt. Ja. Fürs Ehrenamt braucht es hier eine Arbeitsgenehmigung. Zweischneidige Sache. Was ihr natürlich im Stillen macht, ist eure Sache, aber man begibt sich damit auf Glatteis. Richtig, es ist auf Glatteis. Wenn dann jemand kommt und meint, einem einen reinwürgen zu müssen, in der Regel, also meine Erfahrung ist auch, sag mal, was ich da hinter meiner Mauer auf der Farm mache oder so, das interessiert auch kein Mensch. Aber man hat eben keine Ruhe, wenn es dem lieben Nachbarn nicht geht. Eben, genau so ist es hier. So ist das. Ne? Ja. Und ich habe genug gegensätzliche Sachen, Personen, die ich als Freund bezeichnen kann, wenn von denen einer mir böse will, das ist halt so. Ja. Aber ohne Kläger kein Richter heißt. Ja. Und wenn dann ein Landsmann als Kläger auftritt, dann ist, sagen wir, ist eine Schweinerei dann. Es ist eine Schweinerei. Aber was soll das in private Sachen? Ja, gut. Ja. Okay, also ihr Lieben, das waren jetzt nochmal ein paar kurze Anmerkungen aus den Videos, Kommentare, die wir heute nochmal nachbesprochen haben. Nochmal meine Bitte, wirklich, der Manfred ist hier und seine Frau vor allen Dingen, die ist ja auch hier bei der Touristenpolizei engagiert und. Als Feuerwehr, wenn es wirklich brennt, sicherlich kann man sich da melden, aber bitte nicht mit irgendwelchem Lappalien, sagen wir so. Ja, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Dann schreibt es lieber in die Kommentare, weil da guckt der Manfred auch rein. Du hast auch ganz viel kommentiert, Kommentare beantwortet.
Da kann er dann mal gucken, wenn er Lust und Laune hat zwischendurch. Aber ja, so in diesem Sinne. Macht's gut, seid nett zueinander. Bis zum nächsten Video und vielen Dank. Hoffen wir. Tschüss dann.